Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Start bis Play Store. Wir machen hier Mobile Game von Anfang bis Ende und sind jetzt schon in der 27. Folge. Mein Name ist Sebastian und ich mache Videospiele. Okay, also wie immer zeige ich euch mal kurz, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind. Wenn ihr beim letzten Mal dabei wart, dann seht ihr sicher, das hier hat sich ein bisschen geändert. Das ist jetzt nicht im Tutorial passiert, aber hier ist auch nicht viel passiert. Also ich habe hier einfach nur den Schriftzug nach unten genommen und eine andere Schriftart gewählt, den Startbutton, der vorher hier war, ein bisschen rübergeschoben und hier noch ein Panel eingeführt, diese Linie hier. Und der Hintergrund ist jetzt ebenfalls ein Panel und dieses Panel ist also mit einem Material versehen, das auf 2D-Licht reagiert und nicht mehr nur einfach der schwarze Kamera-Hintergrund, der es vorher war. Okay, ich starte mal. Beim letzten Mal hatten wir uns hier angeschaut in der Garage, wie wir das machen können, dass wir hier verschiedenen Panel auswählen können und die hier unten angezeigt werden und jeweils vom Truck auch die Teile, die hier dann abgegradet werden, gelb umrandet werden. Also hier zum Beispiel, wenn ich jetzt Motor wähle, wird das Fahrerhaus gelb umrandet. Räder an die Räder und so weiter. Funktioniert hat das Ganze noch nicht. Also, dass wirklich so ein Upgrade vollzogen wird und sich dann auch im Spiel widerspiegelt, die Werte also besser werden für die Federn zum Beispiel oder für den Motor oder die Räder, Grip und so weiter, ne, Bodenhaftung. Das ist jetzt alles bisher nur grafisch gewesen. Das wollen wir in dieser Folge machen, dass sich das also auswirkt auf den Truck, jetziger Kontostand dann ist nach dem Kauf und so weiter. Ihr versteht das. Okay, also ich gehe jetzt zuerst mal in die entsprechende Szene, das ist die Main-Menu-Szene. Und nochmal so als kurze Erinnerung, wir hatten hier das Garage-Panel beim letzten Mal bearbeitet. Da gibt es ein Panel, eine Gruppe mit Buttons, das ist also das hier. Das sind die Buttons, Colors, Wheels, Chassis, Motor und Special. Hier sind die Button. Und hier ist die Truck-UI. Und da ist eine Komponente Truck UI drin, wo wir hier die Einstellungen vornehmen können, beziehungsweise hier sind also die ganzen Referenzen von den jeweiligen Panels, die jeweils eingeblendet werden, wenn man hier auf den Button drückt, der Button selbst und so weiter und die Fahrzeugteile, die dann umrandet werden, die sind alle hier drin angegeben. Also einmal für Colors, da ist es nicht viel, da ist nur das Colors Panel und das Truck Colors. Ich führe das mal kurz vor, also bei Colors. Da haben wir ja nur dieses Panel hier und da kann man jetzt hier die Farben einstellen. Man kann drücken auf das jeweilige Teil und dann wird das eben die Farbe übernommen, ne? Also hier zurück ins Main Menu. Das, wie gesagt, ist diese Truck UI Klasse. Diese Truck UI Klasse hier, wie gesagt, die werden wir jetzt erweitern um die Geschichte mit dem Kaufen. Erstmal würde ich hier noch dieses Panel hier unten, dieses Upgrade-Panel, das würde ich erst noch ein bisschen vervollständigen. Das ist noch nicht ganz vollständig und ich würde daraus auch gerne ein Prefab machen, damit man dann also im Prefab Änderungen machen kann, sich das überall auswirkt, weil diese vier Panel hier, dieses Wheels-Panel, Chassis-Panel, Motor-Panel und Special-Panel, die sind also im Grunde fast identisch. Vielleicht ein paar kleine andere Sachen, aber das können wir dann so hinzufügen. Also, das heißt, ich würde Folgendes machen. Ich lösche jetzt einfach Chassis-Panel, Motor-Panel und Special-Panel nochmal raus. Die müssen wir dann halt nachher bei der Truck-UI neu hinzufügen, egal. Der Aufwand ist geringer. So, wenn wir jetzt hier dieses eine jetzt bearbeiten. Und zuerst würde ich es umbenennen in Upgrade-Panel und gleich Prefab draus machen. Also in den Prefab runterziehen. Gut, und jetzt können wir das als Prefab bearbeiten. Das heißt, wir haben hier erstmal diesen Button. Da brauchen wir eigentlich jetzt nicht viel machen. Hier bei dieser Bar, da würde ich gerne das ein bisschen anders machen. Ich habe das extra mit so einer Bar gemacht, dass man hier einfach nur den Wert verstellen muss. Und dann hat man also eine Anzeige, auf welchem Level jetzt hier das abgegradet ist. Aber ich würde das trotzdem gerne in Stufen haben, so in der Art von so Anzeigen, so
kleine Felder. Und das ist aber trotzdem kein Problem, das so zu machen, über dieses Fill Amount hier von Image. Also dieses Third muss eingestellt sein, ist klar. Da geht dann beides im Grunde. Man kann also das stufenlos, könnte man es machen, oder eben so in Stufen. Man muss halt den Wert dann in Stufen hier verändern. Es kommt halt nur auf die Grafik an, die dahinter ist, ne? Das heißt also, ich zeige euch mal, was ich genau meine. Ich hole mal die Grafik, die ich mir da vorstelle. Also ich stelle mir hier so eine Upgrade-Bar vor, die so in 5 Stufen ist. Ja? Das müsst ihr nicht unbedingt machen, wenn euch das nicht gefällt. Ihr könnt das auch als eine Grafik hintereinander machen, ist egal. Ne? So, jetzt ist natürlich rot, also müssen jetzt hier auf jeden Fall erstmal weiß, diese Tintenfarbe hier, dass die das nicht beeinflusst. Und ich würde sie aber hier bei dieser Bar, daraus würde ich einen Hintergrund machen. Also hier Bar BG für Background. Dann würde ich das doch in so einen dunklen Farbton ändern, so ungefähr vielleicht. Und dann das Ganze duplizieren, Steuerung D und als Kind zuweisen, also hier einschachteln. Und dann. Also der Sinn der Sache ist jetzt, dass wir hier jetzt vorne die eigentliche Bar haben, die ist also oben drüber. Die kriegt eben keine dunkle Farbe. Jetzt können wir eben über diesen Wert dann den jeweiligen Level ganz einfach einstellen. Wenn wir jetzt hier 4 verschiedene Elemente hätten und so weiter, ja, dann könnte man das mit dem Array irgendwie dann auch jeweils auswählen und anzeigen alle mit einer Schleife und so, wäre alles kein Problem. Aber dieser Weg hier einfach über dieses Fill Amount und trotzdem sieht das so aus, als ob es verschiedene Felder wären, ist doch eigentlich ganz nett, finde ich. Deswegen wollte ich das mal so machen. So, dann hätten wir jetzt dieses Upgrade-Panel hier. Aber von diesem BG-Panel oben drüber, da muss man auf jeden Fall das Filter ausstellen, das auf Simple stellen, damit das komplett da unten sichtbar ist. Und jetzt kann man hier das jeweils so einstellen und dann sieht das so aus, als ob das hier quasi so aufleuchtet dann jeweils. Ich gehe mal zurück in die normale Szenenansicht und das wäre jetzt das Upgrade-Panel für Yields. Und jetzt brauchen wir das Ganze eigentlich nur noch duplizieren. Steuerung D. Nochmal, nochmal. So. Dann wäre das hier Chassis, das hier Motor und dieses hier Special. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich dem Truck UI wieder zuweisen. Bei Chassis ist es jetzt vermisst. So. So. Bei Motor müssen wir es neu zuweisen. Bei Special müssen wir es ebenfalls neu zuweisen. Okay, dann haben wir das soweit. Jetzt können wir uns also an die Programmänderung machen. Wir müssen jetzt in den Skripten ein bisschen was hinzufügen, damit wir jetzt eben diese Kauffunktionalitäten und die Speicherung vor allem hinbekommen. Gucken wir uns mal den Save Manager an, was man da machen müsste, damit man die Sachen speichern kann. Wir hatten beim letzten Mal schon oder beim vorletzten Mal schon das Ganze mit Farben gemacht, mit dem Truck Colors. Und jetzt habe ich hier noch ein Upgrade-Level hinzugefügt. Das ist einmal 0 sind die Farben, 1 Wheels, 2 Suspension. Ich würde hier mal Chassis draus machen. Dann Motor und dann Special. Das heißt also, wir haben hier einfach nur ein Array aus verschiedenen Zahlen, meinetwegen so. Das würde jetzt bedeuten, hier ist der Upgrade Level 0 bei den Farben, bei den Rädern ist er 2, bei Chassis ist er 2, bei Motor ist er 3 und bei Special ist er 4. Und das wäre dann also schon die höchste Upgrade-Stufe, die 4. Ne? Mal wieder raus. Das ist natürlich Quatsch, das war nur das Beispiel. Und dann kommt eigentlich nur noch hier unten kommen noch 2 Methoden dazu. Und zwar Set Upgrade Level kriegt eine Part Number und Level. Und wir setzen einfach nur Save Data Upgrade Level auf den entsprechenden Level mit der entsprechenden
Nummer. Das heißt also, der jeweilige Index, entweder von Chassis, Motor oder Special, wird auf den jeweiligen Level gesetzt. Also diese beiden Methoden kommen jetzt ins Safe Manager dazu. Gut, dann gucken wir uns mal TruckUI an. Da habe ich jetzt hier noch nichts geändert. Das machen wir wieder zusammen. Das ist sowieso besser. Am besten lernt ihr, wenn wir es eins zusammen machen. Aber manchmal mache ich doch schon ein bisschen was im Voraus, weil es einfach von zeitlich uns schwierig wird. Ich versuche da immer so einen Mittelweg zu finden. Wenn ihr könnt gerne da mal was zu sagen, ob ihr weniger, also direkt programmiert haben wollt, dabei sein wollt, wie ich es mache und dann zwischendurch erkläre, oder ob ihr es einfach, also den Quellcode so vorgesetzt bekommen wollt. Also es wäre eigentlich ganz gut, wenn ihr dazu mal eure Meinung in die Kommentare schreibt. Okay, also was brauchen wir jetzt an zusätzlichen Feldern hier noch? Wir haben jetzt diesen Button gehabt. Das ist der Button, der also das jeweilige Panel auswählt zum Upgrade. Also ich gehe noch mal kurz zurück. Einer von den fünf ist das. Also jeweils, ne? Dann brauchen wir einen Upgrade-Button. Upgrade-Button. Gut, jetzt habe ich hier noch drei Integer-Werte hinzugefügt. Und zwar einmal ist es der Base-Price. Ich würde das Ganze so machen, dass wir also einen Grundpreis haben und den immer mit dem jeweiligen Level multiplizieren. Das heißt also, das erste Upgrade kostet so und so viel und das letzte Upgrade kostet dann eben ein entsprechendes Vielfaches davon. Und dann gibt es hier noch Integer Upgrade Price. Das ist der jeweilige Preis, also quasi der errechnete Preis hier raus, und den speichern wir uns dann hier, um den dann jeweils zu verwenden für Käufe. Und ich denke, das müsste so passen bisher an Daten, die wir brauchen. Mehr wird es jetzt nicht sein. Wir bräuchten jetzt natürlich noch entsprechende neue Funktionen. Erstmal als allererstes müssen wir diese Funktion natürlich aufrufen über so einen Button, und zwar aber diesmal nicht über den Button, ist ja klar. Das ist ja dieser Button gewesen. Wir brauchen jetzt diese Button hier. Und das wäre dann dieser Upgrade-Button. Dann holen wir uns also hier wieder den Listener, ist klar. Und wir müssen jetzt eine Methode aufrufen, eine neue. Die haben wir noch gar nicht, aber die müsste dann eigentlich so, sage ich mal, Upgrade heißen, ne? Und wir müssen dann natürlich auch diese jeweilige Nummer übergeben. Also nochmal zur Erinnerung ganz kurz, das wäre die Nummer 0, 1, 2, 3. Diese Nummer ist gemeint. Okay, das ist noch rot unterkringelt, heißt also, wir müssen also die Methode sowieso erstmal noch machen. Das wäre dann also void upgrade. Sehe ich hier gerade, dieses setPathActive ist hier public, ist eigentlich überhaupt nicht notwendig. Mache ich hier unten, brauchen wir es ebenfalls nicht, weil wir rufen das ja nicht von draußen über einen Button auf, dem, wo wir dann ein Event hier zuweisen und so, ja, sondern wir machen das ja hier drin. Also muss das nicht public sein, ne? Das kann private sein. Gut, wenn wir jetzt dieses Upgrade hier haben, ja, was müssen wir da machen? Da wird gekauft im Grunde. Also wir müssen erstmal gucken, kann derjenige das überhaupt bezahlen? Das heißt also, müssen das irgendwie abfragen. Also so, ne? Dieses Coins wird halt jetzt geguckt, ob Parts und dann die Number, also ob in dieser Datenstruktur Parts, die entsprechende Nummer, wo wir uns gerade bewegen, also Reals, Color und so weiter, ob da der Upgrade-Preis, der jeweilig gerade errechnete, kleiner oder gleich dem Vermögen ist, das wir noch haben. Dieses Coins ist hier noch nicht drin jetzt, das müssen wir noch anlegen als Variable hier oben. Das heißt also, hier brauchen wir noch ein Int Coins. Ja, und wo wir gerade dabei sind, wir brauchen auch noch die Anzeige. Also wir brauchen hier auch noch ein Serialize Field mit dem Text. Also Coin Text. Das ist der Typ Text. Brauchen wir auf jeden Fall den Safe Manager. Das ist ja klar. Wir müssen ja speichern. Und was wir natürlich noch brauchen, ist irgendwie zum Errechnen, würde ich sagen, ein maximales Upgrade. Ja? Also wie viele Upgrades haben wir überhaupt? Das würde ich als Serialize Field nach draußen in den Inspektor ziehen. Max Upgrade. Das wären jetzt also bei uns die 5. Aber wenn ihr vielleicht euch noch mehr einfällt, dann könnt ihr ohne weiteres auch mehr oder weniger machen. Also ich versuche das so zu machen, dass das also allgemeingültig wird. Sowieso immer, würde ich euch auch empfehlen, immer versuchen, Dinge so allgemeingültig zu machen und nicht hier im Quellcode sich festzulegen.
Und das dann zu programmieren und dann hinterher steht man dann da, muss dann also sehr viel ändern, um das dann wieder anders zu machen. Und ja, was musst du jetzt machen? Also, wenn das ist, wenn das hier der Fall ist, dann können wir was kaufen, dann haben wir das Geld. Das heißt, wir müssen jetzt den Upgrade-Level 1 hochzählen von diesem entsprechenden Teil. Gut, was kommt als nächstes? Zuerst müssen wir Geld abziehen. Wir müssen also dem Safe Manager sagen, dass hier Geld ausgegeben wurde. Und da müssen wir den Upgrade-Level auch an den Safe Manager weitergeben, weil das muss ja gespeichert werden. Also, das wäre jetzt so in der Art. Wir rufen also Set Coins von Safe Manager auf und übergeben die Summe, die sich jetzt ergibt. Und im zweiten Zug speichern wir jetzt den Level mit Set Upgrade Level und übergeben hier die Nummer und den Level. Also, das heißt, ich gehe zurück in den Safe Manager. Diese Nummer, also von Safe Data Upgrade Level, welcher Teil ist es? Also Farben, Räder, Federung, Chassis, ne? Motor oder Special. Und das kriegt den jeweiligen Level hier. Jetzt habe ich hier schon eine Methode noch eingeführt, Update Upgrade Level, die haben wir noch gar nicht. Und die müsste jetzt hier noch mit rein. Also gucken wir uns die Methode mal an. Also als erstes mal gucken wir mal, warum ist hier ein Kringel, bevor ich das erzähle. Upgrade Bar, das ist also noch nicht vorhandene Variable. Die habe ich hier oben noch nicht, aber die brauchen wir ja. Und zwar ist es doch unsere Leiste, die wir anzeigen müssen, ne? Und da müssen wir natürlich die entsprechende Grafik jetzt hier noch verweisen. Upgrade Bar. Gut, dann haben wir die. Kringel ist weg. Jetzt gucken wir uns mal an, was hier abläuft. Und zwar zuerst holen wir uns den Upgrade Level. Den holen wir uns vom Safe Manager. Das kann man jetzt gar nicht als den Upgrade Level bezeichnen, sondern es sind ja mehrere. Ne? Es sind fünf Stück. Also ist dieses besagte Array hier das mit den fünf Werten. Als Beispiel jetzt mal 2, 0 und so weiter. Ja? Davon fünf. Und das widerspiegelt eben, ich gehe nochmal in Unity zurück, den jeweiligen Upgrade-Wert von dem jeweiligen, entweder Wheels, Chassis, Motor, Special oder Colors, also quasi welche Felder jetzt hier aktuell sind. Ne? Okay, also Coins holen wir uns vom Safe Manager, Get Coins, dann geben wir den Text aus, also dieser Text hier oben, wie viel Geld noch da ist, und dann laufen wir durch Parts durch. Und wenn Parts Upgrade-Button ungleich null ist, also wenn wir den zugewiesen haben im Inspektor, das heißt also dieser Upgrade-Button, wenn der nicht angegeben ist, also das heißt, wenn wir den jetzt zum Beispiel bei Colors erstmal nicht benutzen würden, dann würde das bedeuten, dass das alles hier gar nicht für Colors gilt. Und das werden wir jetzt erstmal auch so machen. Bei Colors gibt es eben im Moment noch kein Upgrade, da kann man einfach alles einstellen. Nur für die Aufrüstung von den anderen Sachen. Das will ich jetzt hier machen. Bei Colors müssen wir uns nochmal überlegen, was man da machen könnte am besten. Hier werden jetzt die Upgrade-Level zugewiesen. Jeweils, also für das jeweilige Teil. Dann wird der auf die gleiche Art und Weise im Grunde immer wieder jetzt hier der Preis festgestellt. Der wird errechnet mit dem Upgrade-Level mal dem Basispreis plus 1, weil ansonsten haben wir hier am Anfang eine 0. Und dann suchen wir im Upgrade-Button den Text, weil die Textkomponente ist ja bei Button 1 tiefer, also Child 0 sozusagen. Da holen wir uns jetzt also die Textkomponente und weisen hier das Upgrade und den errechneten Preis zu, damit der Benutzer weiß, was kostet, ne? Gut, und dann als nächstes errechnen wir uns so ein Step. Und dieser Step, das ist einfach folgendes. Der Step ist quasi jetzt dieser Bereich, ein so ein Feld, das wäre jetzt quasi der Wert Step. Und diesen Step, den multiplizieren wir jetzt einfach mit dem Upgrade-Level plus einmal den Step. Also so, dass am Anfang auf jeden Fall schon einmal das dasteht. Also einer schon zu sehen ist, auch wenn noch nichts abgegradet wurde. Dann haben wir hier nochmal eine Abfrage, ob das maximale Upgrade schon erreicht wurde. Und wenn das der Fall ist, dann machen wir Folgendes. Wir holen uns die Canvas Group mit Get Component Canvas Group von dem jeweiligen Upgrade-Button, ja, und setzen die auf Interactable False und das Alpha auf 0,5. Canvas Group, was ist das? Das hatte ich noch nicht gesagt. Dieser Button, dieser Upgrade-Button, der hat hier eine Canvas Group. Diese Canvas Group
Die müsst ihr hinzufügen mit Add Component, das ist klar. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht so erwähnt gehabt. Sorry. Die Canvas Group macht Folgendes. Also ich zeige euch mal einfach, was passiert, wenn die Canvas Group nicht aktiv ist. Ich mache die mal aus einfach. Wenn ich jetzt hier von diesem Upgrade das Alpha ändern würde, meinetwegen, ich würde jetzt hier das runternehmen, aber hier ändert sich nichts, ne? Der Text bleibt gleich. Da kommt jetzt eben diese Canvas Group ins Spiel. Wenn wir hier jetzt das Alpha verstellen, dann ändert sich auch das Alpha für die Schrift mit. Dafür ist die Canvas Group da. Da wirkt sich einfach das, was mit dem Elternelement passiert, auch auf die Kindelemente aus. Also auch in Bezug auf Interactable würde das so sein, wenn jetzt hier noch Button unter, also drin wären und eben auf das Alpha. Immer zurück ins Skript. Also, hier wird also der Button quasi deaktiviert jetzt. Gut, und das war's auch schon. Dann haben wir das hier alles mal weg. Jetzt können wir das zuweisen entsprechend und austesten. Brauchen wir jetzt hier das Truck UI wieder. Da müssen wir jetzt bei den jeweiligen Feldern hier jeweils das zuweisen. Also Upgrade-Button wäre das erste. Das wäre also der Upgrade-Button von Colors. Den haben wir erstmal nicht. Das lassen wir erstmal so mit dem ganz normalen Slider. Ich mache den mal hier aus, damit man das mal sieht und den Colors mal an. Also das bleibt erstmal so mit dem Slider, dass man einfach jetzt hier Farben einstellen kann. Wie genau wir da vielleicht noch was mit kaufen machen können, das müssen wir dann mal gucken. Also, jetzt geht es erstmal um den hier, um den ersten. Also, das wäre dieses Wheels. Und jetzt geht es um den Upgrade-Button, das wäre der hier. Dann geht es um die Bar, das wäre diese hier. Dann geht es um den Preis. Da können wir jetzt einen Basispreis, ich mache jetzt einfach mal eine 100. Dann haben wir hier den Upgrade-Level, der ist am Anfang natürlich 0, Upgrade-Preis ist auch 0, den errechnen wir. Und das könnten wir eigentlich auch verhindern, dass die hier angezeigt werden, das ist ja nicht notwendig. Also das heißt, wir könnten jetzt hier oben, öffentlich müssen wir sie machen, weil sonst funktioniert das nicht, dass wir sie hier drin haben. Aber wir könnten hier das Attribut Hide in Inspector, dann würden sie dann nicht angezeigt. Das machen wir auch. Also, jetzt haben wir nur noch hierbei jetzt den Basispreis. Okay, dann sind wir bei Motor. Das wäre der hier. Die Leiste. Und dann Basispreis. Ich mache auch 200 machen. Den Basispreis, den könnten wir hier vielleicht ein bisschen höher machen. 100. Gut, dann haben wir den Cointext, den wir jetzt anzeigen müssen. Also dieser Text hier, ich klicke mal drauf, das wäre der. Also hier ist das Coin-Display, das da. Und dann eben noch hier die maximalen Upgrades, das sind 5, ne? 5 Felder. Okay, und jetzt können wir das alles eigentlich mal austesten, ob das funktioniert, ob sich das speichern lässt und so weiter. Ich gehe zurück in die Garage. Okay, jetzt haben wir hier also die Räder, Chassis, Motor und das funktioniert noch nicht. Hier müssen wir checken, ob das. Also bei Colors. Da haben wir das ja nicht zugewiesen hier, dieses Upgrade-Button, weil da machen wir erstmal kein Upgrade. Deswegen wäre es eigentlich günstig, wir würden das mal checken kurz, ob der Upgrade-Button überhaupt da ist. Nur wenn der ungleich null ist, dann machen wir das. Da sind noch ein paar Sachen zu machen. Also als erstes Mal brauchen wir natürlich den Save-Manager hier. Das heißt, wir müssen uns den noch holen. Also so mit Save-Manager find Object of Type und dann müssen wir natürlich hier unser Upgrade erstmal aufrufen. Also dieses Update-Upgrade-Level hier müssen wir am Anfang natürlich einmal aufrufen, damit die Startwerte gesetzt werden. So. Und jetzt können wir das Ganze mal ausprobieren. Upgrade 4, das mache ich mal weg. Jetzt setze ich mal auf 0. Hier bei Truck, also das heißt hier machen wir eine. So. Jetzt passt das. Jetzt haben wir hier den ersten angezeigt, hier auch überall. Das haut hin. Wir upgraden, wird einer mehr, der Preis steigt. Nochmal, der Preis steigt. Wenn ich jetzt Chassis upgrade, ebenso. Und wenn ich jetzt am Ende bin, dann wird es hier ausgegraut. Ich kann nicht mehr upgraden. Das passt.
Outdoor genauso passt und Special genauso, das passt. Jetzt müssen wir noch testen, ob das auch wirklich gespeichert wurde. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal starte, ist auch, also alles ist upgegradet auf 5, volle Stufe. Und dann müssen wir uns jetzt eigentlich nur noch darum kümmern, dass das eben auch im Level seine Wirkung entfaltet, ne? Dann also auf zum Truck-Controller-Skript. Das wird das hier. Und jetzt haben wir ja hier ein paar Werte gehabt. Speed, Boost Speed, All-Wheel Drive, Max Motor Force. Diese Werte werden wir weiter benutzen. Die sind ja hier zugewiesen dann und machen eben die entsprechenden Motoreigenschaften. Und eben auch hier, ob ein Allrad da ist und so weiter. Aber jetzt ist es so, wir wollen das ja einstellbar haben. Wir wollen es ja upgraden können. Das heißt, das hier, die werden wir jetzt also nicht mehr im Inspektor anzeigen. Also wir werden dann den jeweiligen abgegradeten Wert hier zuweisen zu diesen Variablen. Brauchen wir also hier diesen Header eigentlich nicht mehr. Den können wir vielleicht hier runternehmen. Okay, die Werte würde ich jetzt hier runterziehen. Und hier würde ich jetzt also noch einen Header reinmachen. Gut. Jetzt haben wir hier den Fall. Also möchte ich mal kurz erklären. Also jetzt haben wir folgende Situation. Wir haben jetzt zwar ein Upgrade, aber jeweilig im Upgrade liegen halt mehrere Werte zugrunde, die hier geändert werden müssen. Also zum Beispiel bei der Federung, da gibt es dieses Damping und das Frequency. Also sind schon mal zwei. Nur für die Federung, ne? Und das ist jetzt, wird dann ein bisschen schwierig. Wir haben ein Upgrade-Level und sollen dann mehrere Werte immer zuweisen. Also das spricht eigentlich dafür, dass wir hier auf jeden Fall uns eine Datenstruktur einfallen lassen müssen, so dass wir das quasi also einfach verbinden können miteinander. Das heißt, wir würden hier oben auch einige Klassen dazu machen müssen, die jetzt also unsere Daten dann beinhalten. Also, so ist es gemeint. Wir haben jetzt hier die Klasse Motor Upgrades und hier sind die Motorwerte, also Speed, Boost Speed und Max Motor Force. Dann als nächstes haben wir die Klasse Chassis Upgrades. Da haben wir das Damping Ratio, Frequency. Und dann habe ich hier noch zwei Werte drin, die die Masse der Vorderräder darstellen, so dass man quasi also da auch noch ein bisschen das Verhalten ändern kann, indem man die Vorderräder oder Hinterräder ein bisschen schwerer macht und dadurch das Fahrverhalten sich auch ändert, das Fahrzeug nicht so leicht kippt und sowas. Das können wir also über diesen Weg dann noch beeinflussen. Dann haben wir hier die Specials Upgrades. Da haben wir also das Allrad. Dann haben wir hier eine Winde, habe ich mir gedacht. Dann haben wir hier Schneeketten, habe ich mir gedacht. Und dann haben wir hier also Schwimmfähigkeit noch. Also wir können dann ein Amphibienfahrzeug aus unserem Truck machen. Und als nächstes bleibt dann eigentlich nur noch die Räder. Also Wheels Upgrade. Da müssen wir das physikalische 2D-Material zuweisen, also diese Haftung, quasi die Reibung, können wir hier noch die Reifengröße vielleicht verändern und dann habe ich hier noch eine Float Stability drin. Das wird sich dann so auswirken, wir haben ja in unserem Level kleine Zacken auf dem Boden, so Spitzen, ne, wo man, wenn man drauf fährt, dann soll eigentlich dann das Fahrzeug Schaden nehmen. Über diesen Wert Stability können wir das dann machen, dass quasi die Räder mehr aushalten, ja, also das Fahrzeug mehr aushält insgesamt. Gut, also so habe ich mir das gedacht. Mit diesen Werten würde ich das jetzt mal machen. Wenn ihr da irgendwie noch mehr Einfälle habt, gerne einfach in die Videobeschreibung rein. Wir haben jetzt hier halt, wie gesagt, eine Möglichkeit, also das noch zu erweitern, obwohl wir also eigentlich nur diese Level haben. Die bleiben auch so, die werden so abgespeichert, 1, 2, 3, 4, 5, ja. Aber hier haben wir jetzt alles offen, dann auch noch später was da hinzuzufügen. Wir müssen jetzt also hier bei Upgrade Level eigentlich nur die jeweiligen Datenstrukturen angeben. Also in dieser Art, ich habe hier nochmal eingeschrieben, was was ist. Also 1 wäre dann die Räder und so weiter. Dieses Array steht da eben für diese 5 Stufen. Also die Basisstufe und dann die 4 Erweiterungen. Ja, und 1 fehlt noch. Und zwar, wir haben hier oben die Stability. Da braucht man natürlich jetzt noch irgendwie einen Wert, wo wir uns die Stability dann zuweisen können. Also das heißt Float und das nenne ich mal jetzt einfach Wheel Stability.
Und jetzt können wir damit beginnen, also den Truck entsprechend abzugraden, je nachdem, was wir hier an Daten dann reinbekommen. Das heißt also, wir brauchen irgendwie eine Methode und die würde ich jetzt hier unten noch ranfügen und auch mal also komplett vorstellen, so wie ich mir das gedacht habe. Sonst dauert das jetzt ein bisschen zu lange, wenn wir es jetzt zusammen alles aufschreiben, aber ich erkläre das. Okay, also das ist diese Set-Upgrades-Methode. Als allererstes müssen wir uns natürlich den vom Safe Manager den jeweiligen Upgrade-Level holen. Das ist also ganz genau das gleiche, wie wir es hier in Truck Upgrade auch schon gemacht haben. Hier oben. Genauso dann wieder hier Truck Controller, weil hier brauchen wir also die Daten dann genauso, ne? Ist ja klar. Als erstes machen wir hier die Räder. Also wir setzen jetzt die Circle Collider von den Rädern. Da ist also eine Komponente Shared Material drauf, die dann ein Physics Material to D bekommt, eben aus unserem Wheels Upgrade. Ihr werdet dann gleich sehen noch, was das ist genau, weil wir müssen es ja dann gleich zuweisen im Inspektor, dann seht ihr das. Also das gleiche für das Vorderrad und hier wird dann eben dieses Wheel Stability Variable gesetzt. Die werden wir dann erstmal gar nicht benutzen, sondern später erst, wenn es dann darum geht, dem Truck Schaden zuzufügen und das also zu berechnen und so weiter. Dann haben wir hier noch die Größe. Hier wird erstmal also die Größe als Variable gesetzt aus diesem Wheels Upgrade und dann dem jeweiligen Level und dort die festgesetzte Größe. Und dann wird hier eben das Local Scale entsprechend auf diese Größe geändert. Also hier vom Vorderrad und vom Hinterrad. Dann haben wir Chassis. Da geht es in erster Linie um die Federn. Wir müssen uns also jetzt hier Joint Suspension to D machen erstmal. Also eine Klasse, die diese Daten für die Federung vorhält. Und da müssen wir unsere Damping-Ratio zuweisen, die wir uns hier in dem Chassis-Upgrade gespeichert haben, in dieser Datenstruktur von oben. Also nochmal zur Erinnerung, Chassis-Upgrade. Das ist das hier, ne? Diese Daten holen wir uns jetzt. Also die weisen wir hier zu. Einmal Damping, einmal Frequency. Dann können wir eben dieser Federung von dem Hinterrad unsere Suspension-Klasse geben. Und genauso auch das Front Wheel. Das habe ich jetzt hier gar nicht gemacht. Kriegt genauso die Federung. Haben wir ja gesagt, wollen wir noch die Masse beeinflussen und auch da eben können wir von dem Hinterrad und Vorderrad uns den Connected Body geben lassen. Das ist der Rigid Body, mit dem das Ganze verbunden ist und dort ändern wir eben die Masse auf den von uns festgelegten Wert, eben wieder in diesem Chassis-Upgrade, was wir da eingetragen haben. Seht ihr dann gleich, machen wir gleich. Okay, dann als nächstes haben wir den Motor Speed, dann weisen wir den Boost Speed zu. Dann Max Motor Force. Diese drei Werte werden oben im Skript verwendet. Hier zum Beispiel, also wenn es dann um den Antrieb geht. Gut, und dann haben wir hier noch diese Specials. Da im Moment verwenden wir nur dieses Allrad im Moment. Hier müssen wir also noch Schneeketten, Winde. Also das müssen wir später noch machen, hier die Geschichte mit den anderen. Jetzt haben wir erstmal nur das. Gut, also jetzt werden wir die Werte zuweisen, also das Ganze natürlich im Truck Prefab, also Prefabs Truck. Haben wir hier unseren Truck, die Klasse, die wir hier benutzen, diese Controller-Klasse ist auf Chassis drauf. Das wäre also hier dieser Truck-Controller. Und da haben wir jetzt hier unsere vier Arrays mit dem Wheels Upgrade. Wir müssen also jetzt hier eine 5 eintragen, weil wir haben überall 5 Vorgaben für Upgrades. Wir haben ja 5 Upgrades. Das wäre also das erste, das ist der Grundwert bei den Rädern. Also hier brauchen wir jetzt unser Physikmaterial. Das hatten wir hier. Da habe ich jetzt hier schon 0, 1, 2, 3, 4, also 5 verschiedene Materialien. Wir gucken uns die mal an. Mühle 0 habe ich hier, Friction 0,5 und Bouncing ist 0,3. Dann habe ich hier auf der nächsten, dem ersten Upgrade, Wheel 1, 0,6, 0,3, 0,7, 0,3, 0,8, 0,2, 0,9, 0,2. Ob das jetzt wirklich besser ist und so weiter, das müssen wir dann alles mal ausprobieren. Erstmal jetzt ist es ja nicht so wichtig, um die an sich die Funktion zu haben.
Also, wir können jetzt hier unser Physikmaterial 2D zuweisen. Also, hier ist die 0. Dann die Rädergröße. Ja, würde ich mal sagen, am Anfang 0,8. Stability. Setzen wir einfach einen Wert zwischen 0 und 1. Mache ich jetzt hier mal 0,3 am Anfang. Also, das sind jetzt hier die Werte, die ich mir hier dafür gedacht habe. Ihr könnt auch selber mal ausprobieren, was für euch am besten ist. Das wäre also hier das Wheels Upgrade. So, und jetzt haben wir das gleiche hier für Chassis. Da haben wir natürlich andere Werte. Damping Ratio war hier vorher jetzt, als wir das noch nicht hatten, 0,7. Das war eigentlich ganz okay. Und Frequency war 10. Ich mache jetzt hier mal, versuche es mal jetzt hier mit 0,4 am Anfang und Frequency auf 6. Die Masse von den Rädern setze ich mal auf 2 vorn, 1,5 hinten. Und jetzt müssen wir die anderen Werte entsprechend besser einstellen. Also jetzt habe ich hier die Werte eingestellt für die jeweiligen Level. Man könnte jetzt natürlich sagen, ja, warum machen wir es eigentlich einfach so und legen also so Grundwerte und dann multiplizieren wir die einfach mit einem bestimmten Wert und dann brauchen wir nicht hier so kompliziert für jeden Fall das so festlegen. Aber ich persönlich habe einmal die Erfahrung gemacht, dass das oft nicht gut ist. Bei so physikalischen Werten, da das richtige Verhältnis immer so zu errechnen, das ist nicht so einfach. Also es funktioniert eigentlich nach meiner Erfahrung nicht besonders gut. Es ist besser, wirklich da probierte Werte für jeden Fall anzugeben. Da sind wir auf jeden Fall besser dabei, würde ich persönlich mal sagen. Wenn wir mal gucken, ob sich das als richtig erweist. Dann haben wir Motor-Upgrade. Da haben wir die Werte Speed festzulegen. Da würde ich jetzt hier am Anfang mal mit 150 anfangen und Boost nur mit 50 und Max Motor Force mit 800. Das wären jetzt also meine Werte für die Upgrades. Also ihr seht, hier hinten ist also schon eine starke Steigerung dann verhältnismäßig. Da wäre jetzt schon alleine der Punkt, wo man das dann mit berechnen, wo es dann schwieriger wird. Und ich habe auch Werte teilweise gleich gelassen bei manchen Upgrades und nur bestimmte geändert. Also, wie gesagt, mit dem Ausrechnen einfach multiplizieren mit einem bestimmten Wert und dann wird es immer besser. Das ist so eine Sache bei so Physikwerten. Dann haben wir hier das Specials als nächstes. Und da können wir jetzt eben festlegen, was alles sein soll. Also hier bei Element 0, das wäre also das Basis, die Basisausstattung, da haben wir nichts von dem. Dann haben wir im ersten, würde ich sagen, Allrad. Im zweiten haben wir Allrad und Winde. Im dritten haben wir Allrad, Winde und Schneeketten. Und im vierten haben wir alles. Und jetzt geht es dann eigentlich ans Probieren. Gut, haben wir hier unsere Wie jetzt. Ich weiß nicht, das ist alles noch. Ich würde mal die Werte jetzt mal zurücksetzen zunächst. Das heißt also hier in der Management Scene, im Safe Manager, machen wir mal alles auf 0. So, das heißt, geht erstmal noch gar nichts. Einfache Sache, das Set Upgrades ist gar nicht aufgerufen. Das heißt, hier oben müssen wir auf jeden Fall das Set Upgrades aufrufen. Vielleicht gleich direkt hier hinter. Gucken wir nochmal in die Garage. Vorher. Ah, okay. Das haut jetzt hin. Das ist jetzt überall hier Grundstufe. So, jetzt haben wir die. Also ihr seht, wir haben kein. Allrad mehr, wir haben nur noch Hinterradantrieb. Auch die Federung scheint also deutlich anders zu sein, gibt mehr nach. Von der Kraft her, also merkt man ganz deutlich, ist auch schwieriger. Im Berg werden wir hier wahrscheinlich gar nicht hochkommen. Vom Grip her genauso. Auch die Beschleunigung ist viel schlechter. Also das wirkt sich auf jeden Fall aus, sieht man ganz deutlich. Ich gehe mal zurück wieder in das Hauptmenü. Jetzt kaufen wir mal. Wir haben ja eine Menge Geld hier. Können wir alles kaufen einfach. Chassis können wir alles kaufen. Auf Motor.
Und hier macht es nicht viel Sinn, weil das haben wir noch gar nicht. Nur hier den Eirat. Den haben wir schon. Zurück. Okay, und jetzt sieht es ganz anders aus, ne? Also, die Räder sind viel größer. Der fährt ganz anders los. Ne? Muss nicht immer ein Vorteil sein, wie man sieht. Okay, also, aber das funktioniert, ne? Also, wir können mal gucken hier. Der kommt jetzt hier, also auf jeden Fall hier ganz anders rüber. Also, das Skript hat jetzt so funktioniert. Ich würde noch mal kurz in die Main-Menüs hingehen. Und da würde ich nur eine Kleinigkeit machen. Und zwar in Upgrade Specials. Da ist irgendwie blöd, dass man nicht sieht, was man kauft, finde ich. Also hier müsste irgendwas stehen. Und da würde ich das jetzt einfach so machen. Machen wir das mal kurz an hier. Dass man hier noch Text hinzufügt. Bei Text. Und das wäre jetzt also als erstes das hier Basic. Der Text, da würde ich jetzt hier diesen Font nehmen, den ich mir geholt habe. Bisschen größer vielleicht noch. Natürlich auf die ganze Breite von so einem Button. Mach's mal mit 20. Da, also das wäre Basic jetzt. Okay, haben wir das als erstes. Und jetzt kommen hier noch weitere Texte rein. Können wir einfach duplizieren. Und dieses Bar hier, das braucht, damit das hier so angezeigt wird, natürlich eine Horizontal Layout Group. Ich habe die jetzt hier schon drin. Also, das heißt Basic. Das ist hier, das wäre dann hier Winch. So, jetzt habe ich die vier Texte, aber ich sehe gerade, hier fehlt ja noch was. Und zwar Allrad fehlt hier. Okay, dann hätten wir das. Jetzt kann man hier über dieses Spacing das einstellen, dass die hier übermittelt sind. Jetzt hier so mit 10 oder 11, das scheint guter Wert zu sein. Okay. Können wir uns das Ganze nochmal im Spiel angucken, wie es da aussieht? Würde ich sagen, sieht doch eigentlich ganz nett aus. Also, hier diese Winde haben. Gut, da kann man das Weiß, das ist natürlich ein bisschen blöd mit der weißen Farbe. Können wir das vielleicht doch ein bisschen grau machen? Aber sonst, ansonsten, da müssen wir mal gucken mit der Schrift. Ansonsten passt es, würde ich sagen. Ich gehe noch mal kurz hier rein. Ich hoffe, ihr seid mitgekommen. Ich hoffe, das war nicht zu viel. Wenn euch die Tutorials zu lang sind, dann könnt ihr das auch mal in die Videobeschreibung schreiben, dass ihr sagt, ihr wollt lieber kürzere Stücken. Dann gucke ich. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, die Sachen so auseinander zu hacken und zu planen, damit das dann auch noch einen Sinn ergibt, ja, und nicht das so klein gehackt ist, dass ihr dann dem gar nicht folgen könnt, weil ihr die Zusammenhänge nicht seht. Also sagt da einfach mal, wie ihr das seht. Ansonsten würde ich mich über ein Abo freuen, natürlich auch über ein Like und dann bis zum nächsten Mal. Hier geht es also weiter und es geht so weit, dass es also ein vollwertiges Mobile Game ist. Das gibt es also nicht so oft in YouTube, würde ich sagen. Und ich finde, das wäre ein Abo wert, wenn ihr dem folgen wollt. Ne? Okay, alles klar, dann ciao.